Servus zusammen, mit dem Video schauen wir uns den Makita DDF458 Akkuschrauber an. Den wollte ich auch schon ewig testen, der hat mir optisch immer gefallen. Und jetzt schauen wir, wie er sich schlägt. Das Bohrfutter vom 458 gefällt mir gut, ist relativ genau und ist nie aufgegangen bei meinem Test. Fühlt sich gut an, knackt gut, wenn man es festdreht. Super, Bohrfutter. So, da haben wir die Maße. Länge haben wir ungefähr von 22 cm, also ist er auf der längeren Seite auf jeden Fall, das muss man sagen. Höhe hat er ungefähr das gleiche, sind halt 21 cm. Und ja, insgesamt kann man sagen, er ist relativ schmal, wie ihr sehen könnt, also der Motor und so, aber er ist relativ hoch. Also ist von der Seite relativ hoch und von oben relativ schmal, muss man sagen. Ja. Aber insgesamt, wie ihr sehen könnt, Bohrfutter habe ich schon erwähnt vorher, made in Japan, das könnt ihr gleich sehen. Das ist ein gutes Bohrfutter, da seht ihr es gleich, dass es in Japan produziert worden ist. Der Akkuschrauber selbst wurde aber in China produziert. Das ist wichtig zu wissen, 400 Umdrehungen und 2000 soll er haben. Um die 400 hat er, ein bisschen weniger im zweiten Gang, aber es passt schon. Insgesamt ist es ein sehr hochwertiger Akkuschrauber, gefällt mir gut, wer viel Kraft braucht und nicht zu viel Geld ausgeben will, je nachdem müsst ihr es wissen, wie der Preis bei euch ist, egal in welchem Land, und dann selbst entscheiden. Ich zeige euch nur die Leistung, die er hat und wie er ausschaut. Da schauen wir uns die Beleuchtung an. Der Makita hat zwei LEDs, die befinden sich relativ weit oben und muss ich sagen, ist relativ gute Ausleuchtung. Bin sehr zufrieden. Makita baut gute LEDs, wie ihr sehen könnt, fast bis zum Ende. Normalerweise hat man eher ein Bit rein oder oben was und dann sollte man schon genug sehen. Also insgesamt relativ hell. Da ist der Wert von einer LED pro Seite. Sein um die 13.000 Lux insgesamt.
So, das sind die Werte von Makita 558. Überlegt euch selbst, wie es die Werte einstuft. Im Prinzip relativ gut, muss man sagen, weil im zweiten Gang relativ hohe Drehzahl und das passt wirklich gut. Man merkt, dass der AEG deutlich stärker ist, weil er weniger nachlässt zum Beispiel. Oder auch der DeWalt, der lassen beide weniger nach bei den größeren Durchmessern. Zum Beispiel 22 mm brauchen beide 2,5 Sekunden, der Makita 4,5, obwohl die Umdrehungszahlen von AEG und Makita relativ ähnlich sein. Und ja, 230 mm, da hat der DeWalt den riesigen Vorteil mit 650 Umdrehungen. Der macht da wirklich alles platt. Das ist wirklich unglaublich, der DeWalt. Aber Makita 458 für das Geld relativ gut, muss ich sagen. Richtig super. Da haben wir das Geld für die Leistung, 125 Euro, finde ich relativ fair, muss ich sagen. Weil das ist ein kräftiger Akkuschrauber, der wirklich viele Aufgaben schafft. Übertreibt es leider nicht mit den Aufgaben, also wenn sie zu groß werden und sehr nah an der maximalen Kraft vom Makita sind, dann wird er relativ schnell sterben, glaube ich, weil es eben ein Bürstenmotor ist. Aber wenn man ihn nicht überlastet, sondern verwendet, wie man es auch machen sollte und, sagen wir, normal die Aufgaben macht und nicht extrem übertreibt, sollte Makita relativ lange halten und für das Geld, ich finde das relativ fair, muss ich sagen. Beim weichen Drehmoment sind wir auch relativ stark, 38,5 Newtonmeter. Ich habe 39 geschrieben, weil ich keine Kommazahl angib. Ist ein sehr guter Wert, wenn man es auch für das Geld nimmt. Super Wert, weil das ist wirklich viel Drehmoment. Da kann man schon einiges anstellen mit 38,5 Newtonmeter. Da kann man schon einiges verschrauben, aber das ist ja das Problem. Man sollte eben nichts mit so einem großen Drehmoment verschrauben, weil das ist wirklich dann das Maximum vom Motor. Wenn man das hintereinander oft macht, wird er relativ schnell hingehen. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern halt viel Spielraum haben, im Notfall ein, zwei Schrauben versenken, aber jetzt nicht übertreiben mit dem. Also sagen wir, bis 20, 25 Newtonmeter sollte alles relativ problemlos gehen, aber viel weiter würde ich es nicht treiben mit den Schrauben. Gewicht wissen wir ja, sind wir bei der schweren Kategorie, das ist halt so bei Makita oder bei den großen Akkuschrauben, nicht bei Makita, 1,7 Kilo. Ja, das ist schon einiges an Gewicht, also für, ja, um Schränke zusammenbauen, für Kleinigkeiten zusammenschrauben, würde den nicht kaufen, auf gar keinen Fall. Dann nehmt es halt den 485 oder die anderen kleinen, die ich noch testen werde, aber ja, den würde ich euch empfehlen, viel kompakter, viel leichter, viel feiner. Wenn man Kleinigkeiten macht, dann reicht es auch günstiger und bürstenlos. Also ist meine Meinung, aber trotzdem ist okay. Eine große Stärke von 458 ist einfach die angenehme Lautstärke und der angenehme Ton. Das ist wirklich super, wie angenehm der ist. Bürstenmotoren, wie ihr sehen könnt, auch Einhell 1840 und Bosch 1840. Das sind einfach die leisesten und vom Ton her am angenehmsten. Das macht so einen Unterschied, ob man eben einen von den Lauten verwendet oder einen von den leisen. Das ist ein so großer Unterschied in echt. Super, gefällt mir wirklich gut. Besonders für die Leistung ist er extrem leise. Gefällt mir wirklich brutal gut. Die Lautstärke ist absolute Stärke von dem. Und die gute Haptik und so weiter, ja, das sage ich danach aber weiter nochmal. So, kommen wir zum kleinen Fazit. Also 1720 Gramm Gewicht, das habe ich schon bemängelt, mehr oder weniger, muss man nicht bemängeln, ist okay. 22 cm Länge ist auf der langen Seite auf jeden Fall, also kompakt ist er nicht, für engere Sachen ist er nicht gedacht. Mit dem 5 Ah Akku, 38,5 im ersten Gang, um die 10 im zweiten, gute Werte. 78 dB, phänomenaler Wert, Lautstärke super angenehm, habe ich eh schon davor gesagt. Preis von 25 finde ich in Ordnung für das, was er bietet. Optisch fällt er wirklich gut, habe ich ja geschrieben, mega, Haptik sehr gut. Dann eine tolle Verstellung der Bohrfunktion, ein tolles Bohrfutter, muss ich sagen, eine sehr gute LED. Wie ich so geschrieben habe, da unten angenehm leise Sigi. Eine gute Kupplung, weil sie sehr, also was heißt, sie ist nicht, die Stufen sind nicht so eng, sondern auch ein bisschen weit auseinander. Das gefällt mir gut, weil was bringen wir 5 Stufen
wenn die im Prinzip genau das gleiche machen. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass die Kupplung manchmal rutscht. Das ist ein Problem, sonst ist sie gut, also sie ist gut dosiert, aber eben das Problem der rutschenden Kupplung. Insgesamt bin ich mit dem Makita 458 sehr zufrieden. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video geholfen habe. Ich hoffe, dass ihr es wieder einschaltet. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo. Super nett, danke. Wenn ihr was auf Amazon kaufen wollt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einen Link von mir unten verwendet. Oder sowieso einen Akkuschrauber durch meine Akkuschrauber-Kaufberatung, die ich ja ständig mache. Oder halt irgendwas anderes, würde mich auch unterstützen, wäre super nett von euch. Ich bedanke mich eben für jeden Einzelnen, der schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Servus, danke und ciao.